Hallo alle Strandfiguren und herzlich willkommen bei zwei extrem, extrem leckeren und gesunden Lebensmitteln, die jedes langweilige, gesunde Gericht lecker machen. Ja? Und diese beiden Lebensmittel sind natürlich einmal Kreatin und Eiweißshake. Ja, das heißt, was ihr dann machen müsst, ist, dass ihr das Kreatin schluckt und dann runterschluckt und dann wird jedes Lebensmittel, was ihr danach esst, viel besser schmecken. Jetzt sehe ich schon die ganzen Dislikes und Kommentare. Du Arschloch, machst denn nur Werbung? Nein, Leute, also für die, die noch nicht weggeklickt haben, jetzt kommt der eigentliche Inhalt des Videos. Und zwar das erste Lebensmittel, was einfach mittlerweile bei mir fast täglich zu so vielen Sachen mit dazu gemacht wird. Vor allem zum Beispiel zu Fleischgerichten, zu Salat oder auch zum Rührei, sind diese getrockneten Tomaten hier. Ja? Habt ihr vielleicht schon mal im Laden irgendwo gesehen? Ich habe die jetzt hier zum Beispiel auf Mallorca bei Lidl gekauft. Da gab es die ganz normal. Und die ich habe gerade trainiert, sorry für die, ich bin noch nicht ganz bei mir. Die bestehen nur aus Tomaten, die getrocknet wurden, also wo das Wasser entzogen wird, und Salz. Ja? Und die haben dadurch ein unglaublich leckeres Aroma, finde ich. Und man kann die halt wunderbar schneiden. So sehen die ganzen Dinge aus. Also nicht jetzt so appetitlich. Und wird es einfach so zum Essen zwischendurch, sind die ein bisschen zu salzig, meiner Meinung nach. Aber du kannst sie halt klein schneiden auf dem Brettchen. Und wenn du sie dann zum Beispiel in dein Rührei mit dazu machst, ja, dann schmeckt das Rührei gleich richtig, richtig lecker. Und du musst auch vor allem dann gar kein Salz mehr groß fürs Rührei verwenden, weil du jedes Mal im Prinzip hier ein bisschen einen kleinen salzigen Geschmack dazu hast. Und wo ich das gerade so in die Kamera halte, es sieht so ein bisschen aus wie Beef Jerky, ist es auch ein extrem leckerer und gesunder Ersatz für Schinkenspeck im Rührei. Also das soll jetzt nicht bedeuten, dass Schinkenspeck nicht gesund ist. Es soll nur bedeuten, für Vegetarier und Veganer beispielsweise, die können sich das Zeug holen, wenn sie zum Beispiel zum Rührei kein Schinken benutzen können, sondern halt sowas rein Pflanzliches. Natürlich nur für Vegetarier, sorry. Veganer essen ja kein Rührei. Jetzt gibt es noch den nächsten Shitstorm. Ja? Und das ist aber nur das erste Lebensmittel. Also probiert es mal aus. Wirklich einfach kaufen, klein hacken, in Salat machen, zu Fleischgerichten. Ihr könnt das direkt mit anbraten mit dem Fleisch oder mit dem Fisch. Oder ihr macht es einfach ins Rührei mit rein. Ne? Also für so eine normale Portion Rührei, dann nimmt man ja so 3 bis 4 Rühreier in der Regel. Manche nehmen 2, manche nehmen 8 und so weiter. Reicht im Prinzip 1 bis 2 so eine kleine Tomaten. Und das andere Lebensmittel, was ich euch vorstellen wollte, einer meiner Favorites ist Frühlingszwiebel, ja. Frühlingszwiebel erkennt ihr im Laden immer direkt daran, dass es neben dem Lauch liegt, ja. Und die Frühlingszwiebel ist im Prinzip noch ein krasserer Lauch als der Lauch, ja? Was ja schon fast gar nicht möglich ist, ja. Die Frühlingszwiebel ist aber sehr aromatisch, sehr lecker meiner Meinung nach. Und man kann sie vor allem irgendwie einfacher und handlicher schneiden als jetzt so eine konventionelle Zwiebel, wo man immer erst so viel schälen muss und so weiter. Das heißt, Frühlingszwiebel, so sieht die aus. Und wenn du jetzt zum Beispiel Rühreier machst und du nimmst so eine Frühlingszwiebel, schneidest die klein und machst sie damit rein und dann zum Beispiel nur mit einer getrockneten Tomate, dann schmeckt dein Rührei auf einmal irgendwie 3 Level besser. Also als auf einer ganz anderen Ebene. Das Ei selbst hat einen ganz anderen Geschmack dadurch. Ja? Das heißt, ich wurde jetzt offiziell hier von der Gemüselobby gesponsert, um Werbung zu machen für diese beiden pflanzlichen Lebensmittel. Ja? Product Placement at its finest. Und deswegen probiere auf jeden Fall mal Frühlingszwiebel und getrocknete Tomaten in deine tägliche Ernährung einzubauen. Wie zum Beispiel Rührei, Salat, Fleisch und so weiter. Weil dadurch werden alle anderen normalen Mahlzeiten, die ja manchmal, wenn sie zu gesund sind, nicht so lecker schmecken wie jetzt irgendwie ein Big Mac oder so, viel besser schmecken. Aber übrigens, ein Big Mac schmeckt natürlich auch besser, wenn du noch die Sachen da reinmachst. Ja? Das aber nur am Rande. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Versuch's auf jeden Fall mal. Abonnier den Kanal, wenn du mehr solcher Videos sehen willst. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns am Strand und spätestens auf der FIBO.